Das Gute an den Uncut-Videos ist, dass hier auch, hält das? Warte, die ist ganz schön wackelig, ne? Das ist wie so ein bisschen mit der Schaukel. Ich muss mir jetzt erstmal eine private Nachricht von Blacky durchlesen, weil ich ihm selber gebeten habe, dass er mir diese Info macht hier. Blacky, wo bist denn du jetzt hier? Da. So. Das ist was anderes. Was ist denn das jetzt hier? Frag doch mal den Inventmaster hier mit Ultra Uncut hier. Dip, 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 dip. Das war was das denn das? Okay, jetzt weiß ich warum. Okay, let's go. Warte mal, wo ist jetzt da? Da, frag doch mal Inventmaster. Jetzt muss ich wieder hochscrollen. Das habt ihr nur davon mit diesem Uncut hier. Ich hätte natürlich auch erst scrollen können, aber nee. Es heißt eigentlich, frag doch mal den Inventmaster. Oder 5 Fragen an den Inventmaster, ne? Wir machen jetzt 10. Und ich versuche einfach schneller zu reden. So ein Special. Was sonst macht er? Sonst hat er ja 4 Folgen am Stück. Das ist frech. Also, Blacky, ich versuche. Ey, Wasserfan, jetzt schreib doch nichts. Das wird hier immer runterscrollen. Wasserfan, du. Ah, jetzt muss ich hier wieder hochscrollen. Das ist frech. So, warte mal. Wasserfan schreibt. Wasserfan, das. Wie, was? Hallo? Jetzt lass mich doch mal eben hier. So, also, wenn du einen Filmgenre aussuchen könntest, beispielsweise Star Wars, Herr der Ringe, Harry Potter und so weiter, wo würdest du deine restliche Lebenszeit verbringen wollen? Harry Potter. Star Wars wäre zwar geil, aber ich glaube, so mit Magie und Hogwarts und sowas, das wäre, glaube ich, geiler. Star Wars, Höhenangst. So, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Zweitens, dein persönliches Must-See. Mein persönlich, also was ich sehen will, Times Square. Und wenn ich was empfehlen müsste, Scheiße. Dann könnte ich dir nichts empfehlen, Blacky. Must-see. Oder ein Film. Ja, Fast and the Furious, Wolfie, was los? Dein persönliches Must-Read. Bin leider keine Leseratte. Ich habe die Harry Potter Bücher gelesen, aber sonst war's das. Dein persönliches Must-Play. Red Dead Redemption! Warst du in deiner Kindheit mal bei einem Verein? Ja, Tischtennis und Fußball. Wenn du zurück in die Vergangenheit reisen könntest, würdest du Dinge anders machen wollen? Nein. Habe ich schon mal beantwortet. Der Grund ist deswegen, weil ich sonst nicht so gewesen, mich nicht so entwickelt hätte, wie ich jetzt bin. Und so wie ich heute, statt jetzt bin, fühle ich mich richtig gut. Das Einzige ist, ich hätte Englisch in der Schule besser machen sollen. 5. Du bist ein Tag Bundeskanzler. Was wäre deine erste Amtshandlung? Du bist in deiner Amtshandlung komplett frei und ohne Koalition gebunden. Meine erste Amtshandlung? Ich sollte mir die Fragen mal vorher durchlesen. Ne? Meine erste Amtshandlung? Mindestlohn deutlich anheben. Ja. Sechstens quasi. Du kannst entscheiden, bessere Grafik bei einem Spiel oder bessere Story? Bessere Story. Gedankenspiel. Der Mars wäre lebensfähig. Du könntest dir da ein günstiges Grundstück holen. Würdest du da hinreisen? Nein. Wie ich bereits sagte, ich fühle mich hier wirklich pudelwohl. Und um da hinzukommen, müsste ich ja in ein Space Shuttle, keine Ahnung, Rakete, was auch immer, wenn ich sogar mich einfrieren lassen, damit ich in 400 Jahren wieder aufwache. Nee. Also, ich liebe diese Filme, so Interstellar, der Marsianer und sowas, ne? Alles super, super geil. Aber selber dahin. Nee. Also, statt heute nein. Bist du auch ein kleiner Formel 1-Fanboy? Würdest du gerne mal ein Rennen tauschen? Für ein Rennen tauschen? Yo! Auf jeden Fall. Ich würde auch super, super gern auch
Ich weiß ja nicht, ob irgendwann mal ein Formel-1-Team das sieht, weil ich auf mal durch die Decke gehe, aber es gibt noch diese Doppelsitzer bei der Formel 1. Da würde ich mich gerne drin sehen und das soll dann jemand filmen, das wäre geil. Deine 5 Verbesserungsvorschläge für die Formel 1, dass sie vielleicht spannender wird. Stärkere Motoren, das auf jeden Fall. Vielleicht sowas wie, obwohl ja, ich glaube, dafür kenne ich mich in der echten Formel 1 nicht so gut aus, aber auf jeden Fall bessere Motoren, mehr Reifenauswahl, also es gibt jetzt SMH, ne? Die Very Soft nochmal. Wieso ist das jetzt so windig? Ich versuche hier zu arbeiten! Mann! Entschuldigung. Sowas wie NOS wäre auch geil, aber immer unter Berücksichtigung, dass die Sicherheit natürlich gerade steht. Und Verbesserungsvorschläge, dass Strecken spannender werden, dass es mehr Möglichkeiten gibt zu überholen. Dass es wieder so ein T-Car gibt, so ein, wenn jemand das Auto gegen die Wand setzt, das. Und dass man nachtanken darf, weil ich glaube, vielleicht kriegen die es ja irgendwie nochmal verbessert, dass das nochmal die ganze Strategie ändert. Genau. Wie gut bist du handwerklich übergabt? Hast du schon mal was selbst gebaut, wie zum Beispiel Möbel oder sonstige Hilfen für Stream? Nein, also selber Sachen bauen auf gar keinen Fall. Das ist alles schief und krumm. Ich bin froh, wenn ich ein Bild aufhängen kann oder die Nano liest oder sowas. Das habe ich selber gemacht, aber die Wandhalterung zum Beispiel von meinem Fernseher hat mein Bruder gemacht. Ich bin da absolut unbegabt. Ich wurde, glaube ich, also mein Bruder ist derjenige, der das Handwerkliche macht und ich bin mehr so der reden kann. Das kann ja auch nicht jeder, ne? Ja, so sieht's aus. Und ja, ich hoffe, ich habe mich ein bisschen beeilen können. Einfach mal eine Ausnahme, weil Blackie, auch wenn es eigentlich nur 5 Fragen sein sollen, ich habe es schon in dem letzten Video, glaube ich, gesagt, Blackie ist, glaube ich, jemand echt, der sagt, so, geil, er wird streamen, ne? Der in der Schule den Stream anhat oder eine Wiederholung und der Leute feiert und danke auf jeden Fall dafür und da gibt es einfach mal eine Ausnahme. Genau. Du hast mir da noch eine private Nachricht geschrieben, das nehme ich auf jeden Fall auch noch auf. Und ja, gucken wir mal, was noch so kommt. Ne? Vielen, vielen lieben Dank, Blackie. Kuss geht raus. Und ja, wir sehen uns. Hau rein. Ah, wie lange ist denn das eigentlich jetzt geworden? Also hier, back to the Dingsons. 8,8 Minuten, das passt ja. Das ist ja fast so, als wenn das nur eine Frage wäre.